Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Blattgrüne Edition. Und ja, ich habe mich schlau gemacht, was hier steht. Es sind die Buchstaben A bis Z. Also hier haben wir die Buchstaben A, B, C, D, F, G, I, J, K, L und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier noch Punkt, war das glaube ich, und Bindestrich oder so, aber irgendwie macht das alles gar keinen Sinn. Also hier sind einfach nur das Alphabet. Ich denke mir, das hat irgendwas mit Inkognitus oder so zu tun. Sonst habe ich keine Ahnung. Hier ist auch noch so ein Text. Ja, den hätte ich auch noch, eigenständig durch das hier Blindenschrift rausfinden können. Aber ich habe mich mal auf Bisa-Fans schlau gemacht. Und da steht, alles macht Sinn. Existenz macht Sinn. Lebendig macht Sinn. Träumt Krafteinsatz. Ja, und ich habe auch leider überhaupt gar keine Ahnung, was uns das eigentlich sagen will. Jedenfalls haben wir den Rubin gefunden, was ja auch gar keine Anspielung auf Pokémon Rubin ist. Und können uns auf den Weg zurück machen. Ich guck mal, kann überhaupt noch jemand Schaufler? Ich denke nicht, oder? Nee. Ein Fluchtseil würde sich jetzt auch empfehlen, falls ich einen hier habe. Aber anscheinend doch hier oben. Oh, geil, einen habe ich noch. Red, setz Fluchtseil ein. Hui, weg hier. Gut, und da bin ich wieder draußen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang der Weg war. Schutz wirkt nicht mehr. Das ist schade. Dann fliegen wir noch mal den Weg wieder zurück und überraschen mal unseren lieben Celio. Da. Okay, und da sind wir und machen uns mal auf den Weg. Der wird sich sehr über diesen Rubin freuen. Ich weiß gar nicht mal, wofür er ihn gebraucht hat. Oh, da, das ist... Red gab Celio den Rubin. Ja. Da freut er sich wie ein toller... Dankeschön, Red. Du bist einzigartig. Pause. Darf ich mich um noch einen weiteren Gefallen bitten? Nee, danke. Es ist nichts Verrücktes. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Nee. Ich will aber nicht. Ich... Okay. Ich muss. Dann darf ich halt nichts anderes. Während meines Studiums der Edelsteine habe ich etwas Wichtiges herausgefunden. Es gibt einen weiteren Edelstein, der zum Rubin gehört. Der andere Edelstein wird auf der Seville Island vermutet. Red, bitte finde den anderen Edelstein. Red, gib mir bitte für deinen Pass. Hier, bla bla. Und ich erhalte einen Buntpass. Und die Karte wurde auch noch erweitert. Oh Mann. Dies ist mein Pass für die Fähre. Damit kannst du nach Seville Island. Red, bitte, ich bin auf dich angewiesen. Schön, wie das Spiel gerade ruckelt. Ja gut, ich kann auch auf halber Geschwindigkeit spielen. Ist gar kein Problem. Nein, jetzt läuft's wieder. Jetzt darf ich nämlich auch auf die Islands 4 bis 7 reisen. Ahoi, wohin geht's? Ja, komm, Sound, fick dich auch noch weg. Ich liebe es, wie es einfach beim Aufnehmen so was macht. Okay, also Island 4, warte, ihr könnt ja sehen, Orania City 1 bis 3, weitere Häfen bis 7. Und hier haben wir auch Musik, die man auch aus Pokémon Gold und Silber kennt. Oh shit, es ist scary. Hey Red, was machst du auf Seville Island? Du sollst auch für mich nachzuahmen? Egal, ich habe mein Pokémon-Ei bereits, also hält mich nichts mehr hier. Hä, ich glaube, du weißt nichts über Pokémon-Eier. Pokémon-Eier. Ja, du wirst nie deinen nationalen Pokédex voll vervollständigen. Apropos, ich sah jemanden auf dieser Insel, die wir beide kennen. Warum siehst du dich nicht um, wenn ich dich neugierig gemacht habe? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Wir sehen uns. Ja, wie schön, dass mir auch nicht sagt, welcher Typ hier ist. Ja, egal. Ist hier unten was? Ich wette, hier ist doch 100 pro irgendwas versteckt. Ja. Das war doch klar. Ach, direkt noch vor mir, super, hätte ich einfach nur A geklickt. Eine Perle war's. Gut, hier oben. Können wir anscheinend auch lang. Boah, ab hier weiß ich schon kaum noch, was in diesem Spiel ist. Hier liegt auch was. Also, es ist, ja, alles schon wieder vergessen und... Ein ganz neues Spielerlebnis hier für mich. Island 4, toll. Das ist der Pensionsleiter. Okay, ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer, wenn der jetzt ein Pokémon aufsehen soll. Sprich mit meiner Frau. Gut. Frau. Pensionsleiterin, wir ziehen Pokémon für dich auf. Nee, danke. Also, vielleicht mag sich ein oder andere jetzt wundern, weil es gab ja schon einen Pensionsleiter im Süden von Azuria City, aber der hält nur einen und hier kann man zwei halten und die auch züchten mit Eiern und so und ach, ganz tolle Sachen. Ja, so ein wunderbares Haus mit zwei dicken Leuten drin, die sich so gegenseitig angucken. Fertig, Boy. Wir tragen einen Bodyslam-Kampf auf. Okay. Wenn du mitmachst, wirst du einen Käfer zerquetschen. Das glaube ich dir. Oh, der bringt den einem bei. Okay. Ist natürlich eine coole Attacke. Ich glaube, Dragonier, ich weiß gar nicht, hat der...
Weiß gar nicht, was er alles so kann. Ach, dann tun wir Windhose weg. Die Attacke ist eh schwach. Okay. Okay. Und jetzt, hoho. Ja. Zoll gemacht. Aber jetzt kann ich auf jeden Fall Body Slam. Und das ist ziemlich geil, weil ich die Attacke mag. Lorelei ist zurückgekehrt. War das Leben in der Stadt etwas zu stressig? Ja, für die, die es vergessen haben. Lorelei ist die erste der Top 4. Typ. Ich habe eine Menge Sticker gesammelt. Wie gern würde ich mit ihnen angeben? Oh, prima. Hier bist du richtig. Siehst du? Ja, meine Sticker. Ja, ganz toll. Ich will gar keine. Nein, nein. Ruhmeshalle. Okay. Ach, jetzt habe ich einen Sticker von der Ruhmeshalle bekommen. Warte, das will ich mir ansehen. Wo ist da ein Sticker? Das ist vielleicht der Stern. Oder war der schon vorher da? Ich weiß es gar nicht. Wow, hier ist hier noch ein übelst altes Bild von meinem Pokémon. Aquana, Mankey, Raichu, Glutexo, Sarzenia und Dictry. Was waren das Zeiten? Ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, einen Dictry gefangen zu haben. Ist das nicht schrecklich? Sollte man meine alten Parts mal durchsehen. Haus von Lorelei, natürlich. Alle anderen sind zu arm für ein Schild, aber die darf eins haben. Okay. Alles voller Puppen und ein Bett. Natürlich. Und die anderen Leute auf der Insel haben kein Bett. Die müssen alle in diesem Bett schlafen. Was hast du zu sagen? Oh, du hast mich gefunden. Warte, verrate dir nichts. Bla bla bla. Eine Menge Plüschpuppen. Oh Gott. Ja. Hier war ich glaube schon, oder? Ja, da gehe ich mal runter. Und. Ach, da liegt schon irgendwas wieder versteckt. Und ich bin echt geil darauf, das einzusammeln. Aber vorher setze ich doch besser nochmal Schutz ein. Bevor mich hier irgendwas wieder überfällt. Topschutz, ja. Ach, die geben ja wirklich langsam aus. Sternenstaub. Aber die schöne Musik, die ist aus Pokémon Gold, Silber. Ich glaube, Azalea City war das, oder? Warte, lass mich mal kurz reinhören. Ich meine schon. Ja, ja. Ja, doch, ich habe recht. Oh, Fröstel. Ich habe aus dem Eis, das ich in Eiskaskadenhöhle abgetragen habe, einen Eisspring zubereitet. Gib mir was davon. Was ein Arsch. Gut, Eiskaskadenhöhle sieht genau aus wie ein Mondberg. Na, ist schon weniger. Sieht, erinnert eher an die Seeschauminseln jetzt. Also ist es eine Eishöhle. Habe ich schon Kaskade? Habe ich Kaskade noch nicht bekommen? Ich weiß gar nicht, wann man Kaskade bekommt in diesem Spiel. Die Kaskade besitze ich noch nicht. Ich werde die wohl noch bekommen von jemandem. Ach, das bricht doch bestimmt ein, oder? Dann darf ich jetzt hier nichts falsch machen. Um dieses Item zu bekommen, muss ich etwas falsch machen? Nee. So muss ich das machen. Gut. Ich darf nur einmal ein Feld berühren. Danach falle ich durch. Ach, das ist jetzt hier so ein schönes Rätselraten, ja? Dann gehe ich mal hier lang. Und anscheinend bin ich hier falsch. Ja, ich bin hier falsch. Ach, nee. Ach, Dreck. Nochmal. Natürlich nehme ich auch den falschen Weg. Wieso gibt es zwei Wege? Man muss sich da so entscheiden. So, okay. Und da gehen wir Sachen auf den Grund. Hier sind wir. Hier können wir hoch. Aber auch runter. Ich glaube, unten war noch ein Item versteckt. Ich hoffe, unten geht's. Ich glaube, hier können wir nur wieder zurückkommen. Ja, wahrscheinlich. Also weiter kommen wir hier gerade nicht. Also gehen wir hier entlang. Och, nee, wieder zwei Wege. Ich werde die meisten entscheidend für den hinteren. Also nehme ich den hier. Ich hoffe jetzt mal so, dass das richtig war. Ewiges Eis. Hat denn jemand Eisattacken? Arctos hat natürlich Eisattacken. Gebe ich ihm noch ewiges Eis. Für alle, die es nicht kennen, ewiges Eis verstärkt meine Eisattacken. Was auch jetzt nochmal hier stehen wird. Hier. Gut, und damit ist Eisstrahl noch stärker und effektiver und stärker geworden. So, jetzt sind wir wieder in derselben Zwickmühle, als welche wohl den anderen Weg nehmen müssen. Das war also nur für das Item, was ich aber gar nicht so verkehrt finde. Also muss das hier der ordentliche Weg sein. So, jetzt natürlich nichts falsch machen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Da ist noch was. Top-Genesung, okay. Und Kaskade, ach, ja. Liegt das einfach hier rum. Jetzt muss ich es ja jemandem beibringen, ne? Das ist ja kacke. Ich will keine VMs lernen. Nur Dragonier. Oh, der kann doch schon Surfer, oder wer war das? Das finde ich jetzt aber nicht so gut. Ach, da muss ich wohl Donnerwelle hergeben. Schade, ich mag die Attacke, aber... Oh.
was will man machen, wenn die einen mit VMs hier dazu müllen, diesen Dreckspiel. Naja, was will man machen? Jetzt können wir jedenfalls da uns, schon wieder falsch. Nee, Quatsch, ich muss auch zurück. Ich bin ja sowieso falsch. So, hier lang. Und dann da runter. Ich dachte, hier geht's wieder ganz nach draußen. Aber hier kommt ja erstmal das hier. Bla bla bla, aber ja, lass mich surfen. Armes VM-Opfer hier. Ein riesiger Wasserfall. Und jetzt kommt das Spektakel des Jahrhunderts. Wir gehen eiskalt da hoch. Wunderschön. Gut, jetzt haben wir natürlich... So, was? Ach, mich springt etwas an. Ein Yugong. Drei... Oh, der ist aber stark. Ich hoffe, der lässt mich überhaupt abhauen. Okay. Also Topschutz bringt mir momentan ja also wohl nichts. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, toll. Hat mir im letzten Moment auch gar nicht mehr weitergeholfen. Jetzt darf ich hier nach ganz oben scrollen. Ach Gott, so viele Items. Da. Also hier sind schon starke Pokémon unterwegs. Das lässt sich auf jeden Fall schon mal mit Sicherheit sagen. Und hier haben wir... Hey, lasst eure Griffel von den Pokémon in der Höhle. Tut, was ich euch sage und ihr werdet mich kennenlernen. Ach, sei still, Gerü, und lass uns zufrieden. Nicht, dass deine Brillengläser beschlagen. Red, was machst du denn hier? Wir unterhalten uns später. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Hilf mir, diese Wilderer zu vertreiben, ehe sie noch mehr anrichten. Sie haben ihr Pokémon gefangen und anschließend verkauft. Bist du bereit? Du übernimmst diesen. Los. Ja, welchen? Ach, den. Was? Wer sagt, dass wir mit dem Pokémon nicht das anstellen können, was wir wollen? Ja, da bin ich ausnahmsweise auf der Rocket-Seite. Nein, bin ich nicht. Was hast du? Zubat. Ach Gott. Die Typen, die kriegt er hier, die Viecher kriegt er auch wohl geschenkt von eurem Boss. Als er so unverschämt oft gibt und keiner sie will. Wobei X-Bat ziemlich cool ist, wie ich finde. Die Endentwicklung. Okay, und Level Up, das Gegenstand von einem kleinen Zubat Level Up bekommen. Oh, puh, ist das sehr warm hier drin. Ich trinke mal einen Schluck Cola, während ich am Spielen bin, ja. Ah, schön kühl. Mit Eiswürfeln drin und alles so. Obwohl die Eiswürfel schon geschmolzen sind. Schade drum, aber egal. Gut, und der Typ ist auch Geschichte. Also die sind ja wirklich, also der Typ zumindest ist wirklich ein bisschen schwächer als dieses eine Yugong, das ich da gefunden habe. Ob es das überlebt? Ach, der darf nicht zuerst. Okay. Dann muss ich ja zuerst drauf schlagen müssen. Damit komme ich klar. Ja, aber in letzter Zeit leckt das Spiel. Ich weiß nicht, woran das liegt, sorry. Ich weiß gar nicht, wie ich es beheben soll. Erstmal gibt es Erfahrungspunkte und den Sieg. Yay, das haben wir nicht geplant.